Was sollte man zum Thema Sternhelligkeit wissen? Es gibt diesen Reiz, den kann ich messen in Watt pro Quadratmeter. Wie viel Energie kommt an Helligkeit hier an? Und dann ist das, wie empfinde ich diese Helligkeit? Also S die Empfindung und R der Reiz. Das ist nicht linear. Wenn es linear wäre, hätte ich also S ist proportional R und dann hätte ich irgendeine Proportionalitätskonstante. So S ist gleich 0,71 R. Das habe ich mir mal ausgedacht. Ja, so das würde bedeuten doppelter reiz doppelte empfindung und so ist es nicht sondern es ist eben ein logarithmischer zusammenhang also s ist proportional zum logarithmus von r was bedeutet die kurve flacht ab also wenn ich ob ich jetzt da bei diesen kerzen ja, ob ich eine also eins oder zwei kerzen habe das macht einen riesen unterschied ob ich 20 oder 21 kerzen habe macht weniger unterschied weil da hinten ist es flach und hier ist es steil. Und diesen Zusammenhang, den erklären Sie. Der, Sie verstehen auch die Mathematik, dass der Logarithmus hier in Minus, ins Minus geht, wir aber beim Reiz natürlich hier bei Null sind und so weiter. Gut, dann kommt eine Herleitung des Gesetzes, die müssen Sie nicht herleiten. Sie sollten schon solche Rechenregeln für die Mathematik wissen. Also schauen Sie mal, da gibt es eine Merkhilfe und da wissen Sie, wo der Logarithmus steht, aber vermutlich brauchen Sie es nicht in der Astrophysik. Aber eben für die Mathematik, genau, und so weiter und so weiter. Und dann können Sie mit diesem Gesetz rechnen. Da rechne ich noch so zwei, drei Beispiele vor und erkläre es nochmal. Also das können Sie anwenden.